Village ist ein umfangreiches Brettspiel von Inka und Markus Brandt und dem Pegasus Spieleverlag. In dem Spiel geht es darum, eine Familie in einem Dorf durch die Generation zu steuern und zu versichern, dass die Familie möglichst viel Einfluss im Dorfleben erlangt. Village enthält eine umfangreiche Anzahl an Spielmaterial. Der eigentliche Spielplan ist ein sehr großes, aufklappbares Brett mit einem sehr farbenfrohen und qualitativ hochwertigen Aufdruck, welcher das Spiel visuell sehr ansprechend gestaltet. Der Spielplan an sich zeigt das Dorf mit einer Vielzahl von Gebäuden und Feldern. Zudem enthält das Spiel noch sehr viele Spielerobjekte aus Holz. Dazu gehören 48 Spielfiguren in 5 verschiedenen Farben, die als Dorfbewohner dienen. 32 Spielmarker in verschiedenen Farben, welche im Laufe des Spiels immer wieder zum Einsatz kommen, und 72 kleine Würfel, genannt Einflusssteine, ebenfalls in 4 verschiedenen Farben. Zudem enthält das Spiel noch viele verschiedene Spielkarten aus Pappe. Darunter befindet sich ein Startspielmarker und ein nächster Startspieler Pappring. Zudem gibt es noch 40 Güterplättchen mit verschiedenen Symbolen, 24 Kundenplättchen, 15 Münzen und 20 Getreidesäcke. Ebenso enthält das Spiel noch 3 Aufbaukärtchen und 4 Hofpläne für jeden Spieler. Als letztes enthält das Spiel noch 2 feine Leinbeutel, die dem Spielerlebnis zusätzliche Atmosphäre verleihen. Nachdem das Spiel nach der Anleitung ordnungsgemäß aufgebaut wurde, jeder Spieler die Spielsteine einer Farbe und einen Hofplan erhalten hat, die verschiedenen Plättchen geordnet und gemischt an den Spielfeldrand platziert sind und ein Startspieler gewählt wurde, müssen alle Spieler noch ihre Spielfiguren ordnungsgemäß platzieren und jeder Spieler erhält noch eine Münze. Dann kann das Spiel losgehen. Im Grunde geht es in dem Spiel darum, über verschiedene Runden hinweg seine eigene Familie, also seine Spielcharaktere, Aktionen ausführen zu lassen, um so an Güter und andere Ressourcen zu kommen. An oberster Priorität steht das Sammeln von Ruhmpunkten, da diese einem das Spiel in der Schlusswertung gewinnen. Zudem arbeiten die Spieler gegen die Zeit. Viele Aktionen kosten Zeit, wodurch Spielfiguren sterben und ins Grab wandern. Zu Beginn jeder Runde werden die Aktionsfelder mit zufälligen Einflusssteinen und Peststeinen bestückt, die aus dem Grünbeutel gezogen werden. Danach nehmen sich die Spieler nacheinander, beginnen mit dem Startspieler, einen beliebigen Einflussstein und führen die passende Aktion aus. Einflusssteine werden benötigt, um bestimmte Aktionen auszuführen und die Aktionsfelder, von welchen man die Steine nimmt, bestimmt die Aktion, welche man ausführt. Aktionen bringen einen verschiedene Vorteile oder Ressourcen. Die Aktion Getreide ernten in etwa lässt den Spieler eine Ernte durchführen, wofür er 2 Getreidesäcke zu seinem Hof hinzufügen darf. Dies ist nur eine von vielen verschiedenen Aktionen, die ausgeführt werden können. Jede Aktion kostet allerdings Zeit. Dabei wird der Zeitmarker auf dem Hof die entsprechende Weite vorgesetzt. Immer, wenn er die Brücke passiert, stirbt eine deiner ältesten Figuren. Diese geht nun entweder in die Chronik des Dorfes ein oder in ein anonymes Grab. Durch tote Figuren kann man zusätzliche Ruhmpunkte erhalten. Wenn der letzte Einflussstein vom Spielfeld genommen wurde, endet die Runde und eine neue beginnt. Eventuell wird ein neuer Startspieler festgelegt. Dann wird der grüne Beutel wieder aufgefüllt und danach das Spielfeld wieder zufällig mit Einflusssteinen bestückt. Dann geht eine neue Runde los. Das Spiel endet, wenn die Dorfchronik durch verstorbene Figuren völlig belegt ist oder wenn das anonyme Grab völlig belegt ist. Nun wird gewertet. Ruhmpunkte erhält man durch eine Vielzahl von verschiedenen Optionen, wie in etwa durch Orte, die man auf seinen Reisen besucht hat, oder durch Figuren in der Dorfchronik. Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Ruhmpunkten. Sie haben sich gerade das Video zu dem Brettspiel Village von Inka und Markus Brandt und dem Pegasus Spieleverlag auf unserem Channel Spielregeln Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.